Ah, ich bin mir sicher, dass ihr diese Melodie noch kennt. Trio mit vier Fäusten startete im Juli 1985 im ZDF und begeisterte ein Millionenpublikum. Allerdings schien die Serie wohl doch noch nicht genug Menschen begeistert zu haben, um als Erfolg durchzugehen. Anders kann ich mir die seltsame Ausstrahlungsweise und die stiefmütterliche Behandlung dieser Serie nicht erklären. Ja, die Show hat es in Deutschland nicht leicht gehabt. Und die Fans mussten nach der Beendigung der zweiten Staffel sogar ganze 2 Jahre warten, bevor das ZDF sich entschloss, eine dritte Staffel zu senden. Wenn ihr wissen wollt, warum man damals eine Folge um über 30 Minuten gekürzt hat und eine andere erst 2013 das erste Mal im Fernsehen kam, dann... Aufgemacht nun also! Willkommen beim fetten Loser im Exil. Ich bin der fette Loser im Exil. Und heute habe ich euch eine der legendären ZDF-Vorabendserien mitgebracht, die uns Kinder der 80er damals jeden Mittwochabend an den Fernseher fesselte. In der Serie geht es um die Vietnamkriegsveteranen Cody Allen und Nick Ryder, die gemeinsam eine Detektei namens Pier 56 gründen, die später in Riptide-Detektei umbenannt wird und die ihr Büro auf einem Kabinenkreuzer hat, der in King Harbor an der kalifornischen Küste vor Anker liegt. Als sie merken, dass Computer und Technologie eine immer wichtigere Rolle in ihren Ermittlungen spielen, rekrutieren sie das recht eigentümliche Computergenie Murray Bosinski, welches sie während ihrer Zeit in der US Army kennengelernt haben. Was die Serie so interessant macht, ist, dass die Ausrüstung der drei Detektive äußerst umfangreich und zuweilen recht außergewöhnlich ist. So sind sie unter anderem mit einer 1960er Chevrolet Corvette, einem Speedboat namens Ebtide, einem rosafarbenen Militärhubschrauber vom Typ Sikorsky S-58T, den sie Screaming Mimi nennen, und einem Pickup GMC Jimmy unterwegs, der Codys orangefarbenen Woody Station Wagon aus den ersten Folgen ersetzte. Darüber hinaus beherbergen sie noch einen Roboter, den Murray gebaut hat und der auf den Namen Robos hört, wenn er denn mal hört. Bei ihren Aufträgen bekommen sie es immer wieder mit Lieutenant Quinlan, einem ortsansässigen Polizisten, zu tun, der dem Trio das Leben nicht gerade leichter macht. Lieutenant Parisi, der Polizeikontakt der Agentur in den letzten Folgen, ist da schon wesentlich kooperativer. Trotz dieser interessanten Komponenten brachte es die Serie leider nur auf 3 Staffeln mit insgesamt 56 Episoden, was unter anderem daran gelegen haben könnte, dass manche Fälle der Riptide-Detektei einen ziemlich sensiblen Hintergrund hatten. Vor allem, wenn es um Korruption innerhalb der US Army, Vertuschungen auf hoher Ebene und die dunklen Geschäfte der amerikanischen Wirtschaft ging. Ein ziemlich heißes Eisen. Da kann man sich gut vorstellen, dass dem Sender die Serie eventuell etwas zu heiß geworden sein könnte. Warum sie allerdings bei uns in Deutschland derart vergewobbelt wurde, ist mir nach wie vor ein Rätsel. Die erste Folge der Serie, die in den USA einfach nur Riptide hieß, wurde am 3. Januar 1984 auf NBC ausgestrahlt. Und dort lief die Show bis zum 22. April 1986. Bei uns in Deutschland war die Sache da schon etwas komplizierter. Hier lief die erste Episode am 27. Juni 1985 im ZDF. Oder sollte ich besser sagen, die 9. Episode? Denn wie so oft wurde auch in diesem Fall auf die chronologische Ausstrahlung der Serie gesprottert. Denn nach der 9. Folge kam die 6., dann die 2. und so weiter. Bis sich eine schicke erste Staffel aus insgesamt 10 bunt zusammengewürfelten Episoden ergab. Und jetzt kommt's! Nach einem Monat Pause folgte schließlich endlich der Pilotfilm, den man am Sonntag, den 30. September 1985 im Abendprogramm zeigte und der die 2. Staffel einläuten sollte, die genauso bunt zusammengeklöppelt wurde wie die erste, aber immerhin aus ganzen 13 Folgen bestand. Damit endete die Ausstrahlung der Serie fürs Erste am 29. Januar 1986. Ja. Und diejenigen von euch, die keine Zeitmaschine besaßen, mussten sich tatsächlich ganze 2 Jahre lang gedulden, bis endlich die 3. Staffel gesendet wurde.
Denn erst am 4. Januar 1988 brachte uns das ZDF eine letzte zusammengemuddelte Staffel, die auch einige Folgen aus der ersten und zweiten Staffel enthielt. Diese endete nach 20 Episoden am 13. Juni 1988. Doch wenn ihr jetzt denkt, dass es das damit war, dann irrt ihr ganz gewaltig. Denn am Ende bekamen wir nur 44 von insgesamt 56 Folgen präsentiert. Ja, ganze 12 Folgen der Serie wurden den Fans damals vorenthalten. Das änderte sich erst, als ProSieben die Rechte an der Show erwarb und sie ab dem 8. September 1990 erneut ausstrahlte. Dieses Mal in annähernd chronologischer Reihenfolge und erstmals mit 10 der 12 Episoden, die das ZDF nicht gesendet hatte. Schön und gut. Aber am Ende fehlten uns immer noch 2 Episoden. Und die ließen noch verdammt lange auf sich warten. Allerdings, den Anfang machte die 10. Folge der Serie, die das erste Mal am 4. März 1995 über die deutschen Bildschirme flimmerte. Und den Vogel schoss dann die Episode 32 ab, die ihre TV-Premiere erst am 15. August 2013 auf RTL Nitro feiern durfte. Also noch einmal ganze 18 Jahre später. Warum? Na, weil es darin mal wieder um die Nazis ging. Und wie es schon bei der Nazi-Folge von MacGyver der Fall war, so ließ man auch diese Episode einfach nicht synchronisieren. Tja, diese Folge ist bis heute nicht synchronisiert worden. Dafür kann man jetzt aber die Folge 49 endlich ungeschnitten auf DVD bewundern. Diese hat das ZDF nämlich damals um ganze 32 Minuten gekürzt. In der Tat, denn die Episode Der Koffer des Chinesen war ursprünglich eine Doppelfolge und wurde in den Staaten als TV-Film ausgestrahlt. Leider entschloss sich das ZDF damals dazu, diese Episode von ursprünglich 90 Minuten auf etwa 58 Minuten herunterzukürzen, um sie als einzelne Folge zu senden. Auf der PDAX-Box ist diese Folge sowohl in der ZDF-Version als auch in der ungeschnittenen US-Fassung enthalten. Diese verfügt dann allerdings nicht über eine deutsche Synchronisation. Eigentlich sehr schade, denn die deutschen Stimmen passten perfekt auf die amerikanischen Schauspieler. Perry King, der den Vietnam-Veteranen Cody Allen spielte, war 2 Jahre vor Beginn der Serie in Mark L. Lesters Die Klasse von 1984 zu sehen. Fans der Serie Melrose Place kennen ihn außerdem in der Rolle des Hayley Armstrong. King hatte erfolglos für die Rolle des Han Solo im Film Star Wars von 1977 vorgesprochen. Allerdings übernahm er die Rolle des Han Solo in der Radiofassung von Star Wars und deren beiden Fortsetzungen. Außerdem führte er als einziger Hauptdarsteller bei einer Folge von Trio mit 4 Fäusten Regie, und zwar bei der letzten Folge. Seine deutsche Stimme bekam er von Thomas Petruo, der in der Zurück in die Zukunft Trilogie auch als Biff Tannen zu hören war. Außerdem sprach er Sheldon J. Plankton in der Zeichentrickserie SpongeBob Schwammkopf sowie Jackie Earl Haley in dem Nightmare on Elm Street Reboot von 2010. In der Serie Fackeln im Sturm synchronisierte er den Schauspieler James Reed in der Rolle des George Hazard, während sein Vater Heinz Petruo, den wir als die Stimme von Darth Vader kennen, die Synchronregie übernahm. Joe Pennys bekannteste Rolle ist und bleibt wohl die des Privatdetektivs Nick Ryder beim Trio mit 4 Fäusten. An den Erfolg der Serie konnte er jedoch mit der Rolle des Ermittlers Jake Stiles in der Serie Jake und McCabe durch Dick und Dünn anknüpfen. Er wurde von Ulrich Grässiger synchronisiert, der unter anderem die deutsche Stimme von James Belushi, Christopher Lambert und Patrick Swayze war. Grässiger beging am 4. Dezember 1990 im Alter von 45 Jahren Suizid und hinterließ einen Sohn aus seiner gemeinsamen Ehe mit Hansi Jochmann, die wir als die deutsche Stimme von Jodie Foster kennen. Tom Bray wurde durch die Serie weltweit bekannt, verschwand jedoch nach dem Ende der Show schnell wieder von der Bildfläche. Sein Spielfilmdebüt hatte er in dem Horrorfilm The Prowler, Forke des Todes, und war auch in Die diebische Elster mit Whoopi Goldberg und Haus 3 zu sehen. Ihn sprach Wolfgang Ziffer, der uns vor allem als die deutsche Stimme von Calimero, Johnny Five, Roger Rabbit und C-3PO aus der Star Wars Prequel-Trilogie zu Gehör kam. Es ist traurig, dass wir diese markanten Stimmen nicht mehr in neuen Produktionen hören werden. Ja, die 80er waren schon geil. Vor allem, wenn man bedenkt, was die Macher der Serie uns sonst noch alles beschert hatten. Wow.
Frank Lupo war als Fernsehautor und Produzent für Serien wie Kampfstern Galactica, Magnum, das A-Team, Hunter, Stingray und Walker Texas Ranger verantwortlich. Dabei arbeitete er oft mit dem Fernsehproduzenten und Autor Stephen Joseph Chanel zusammen, der seinerseits TV-Serien wie Detective Rockford, Hardcastle und McCormick, 21 Jump Street, Booker und Renegade erschuf. Die Titelmusik wurde von Mike Post und Pete Carpenter komponiert, die seit 1968 oft zusammenarbeiteten und uns die ikonischen Soundtracks zu Serien wie Detective Rockford, Chips, Magnum, das A-Team, Hardcastle und McCormick, Hunter und Stingray lieferten. Und auch das war wie gewohnt wieder nur ein winziger Auszug. Tja, ich verdrösel mich dann jetzt mal. Habt eine schöne Zeit mit lieben Menschen, die euch gut tun. Und wir sehen uns wieder am Black Friday, denn der nächste Beitrag kommt am Freitag.